Hallo, liebe Zuschauer. Wissen Sie, was für einen Moderator das Schönste ist? Wenn man seine Sendung mit einer guten Nachricht beginnen kann. In diesem Fall sogar mit, ich möchte sagen, einem vorgezogenen Weihnachtswunder. Dicky ist wieder da. 6 Tage lang war der Hund von Ex-Minister Franz Josef Pschierer verschwunden. Beim Gassigehen einfach ausgerissen. Gestern früh griff ihn die Polizei in der Nähe der Autobahn auf und brachte das leicht verletzte Tier wieder zu seinen glücklichen Besitzern. Für die Familie Pschierer ein echtes Weihnachtswunder. Weitere Wunder und noch mehr jetzt in den Allgäu-TV-Nachrichten mit folgenden Themen. Kempten-Museum auf der Zielgeraden zur Eröffnung. Vorabbesuch im Zupfsteinhaus. Eröffnung zum zweiten. Kempten hat jetzt seinen ersten Waldkindergarten. Und zum dritten. Ist dir dein Klima gesund? Vortrag über vegane Ernährung. Das Wetter. Ordentlich kalt. Nachttemperatur von bis zu -7 Grad. Rund 2,5 Jahre Bauzeit hat es gebraucht. Ab Freitag wird es für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Im Zumsteinhaus in Kempten wird dann das Kempten-Museum zu Hause sein. Hier soll einerseits rund 2000 Jahre Stadtgeschichte erlebbar werden. Gleichzeitig will man mit dem Museumskonzept bewusst auf die Kemptner zugehen. Wir durften bei einem Pressetermin einen ersten Blick ins Museum kurz vor seiner Eröffnung werfen. Voller Vorfreude, aber auch ein bisschen erleichtert haben sie gewirkt, die Verantwortlichen der Stadt beim Pressetermin vor der Eröffnung des Kempten-Museums im Zumsteinhaus. Und das, obwohl nicht alles ganz so gelaufen ist, wie eigentlich geplant. Die Gesamtkosten liegen bei rund 8,8 Millionen Euro. Im Jahr 2017 wurde noch mit Kosten um die 6,7 Millionen gerechnet. Die Bauzeit hat etwa 2,5 Jahre betragen, rund ein Jahr länger als ursprünglich veranschlagt. Da muss man wirklich zufrieden sein. Sie müssen sich ja vorstellen, ein komplett neues Museum, neu erdacht und neu umgesetzt in einem alten Gebäude, in einem historischen Gebäude. Da kann manches an Risiken aufkommen und deshalb sind wir mit einer 10%igen Steigerung des angesetzten Budgets, glaube ich, noch in einem tolerierbaren Rahmen. Diese 10%ige Steigerung bezieht sich auf den Anstieg der Bau- und Sanierungskosten selbst. Das weitere Plus ist in die Ausstattung und Gestaltung des neuen Museums geflossen. Die selbstgestellte Aufgabe ist auch nicht so ganz einfach zu erfüllen. Ein Ort für alle Kempten und seine Gäste will man sein und ein Ort, an den man immer wieder zurückkehrt. Für die Stadt Kempten mit einer 2000-jährigen Geschichte ist so ein Museum natürlich sehr, sehr wichtig. Weil das der Ort ist, wo man diese Geschichte als Hauptstadt des Allgäus auch zeigen kann. Aber wir wollen ja nicht nur den historischen Fokus haben, sondern wir wollen auch den Fokus haben, dass wir tatsächlich die Gesellschaft auch reinholen wollen ins Museum und auch über aktuelle Themen diskutieren, die die Menschen bewegen. Entsprechend wurde das Ausstellungskonzept des Kempten-Museums angelegt. Hier geht es nicht einfach durch 2000 Jahre Stadtgeschichte. Stattdessen wurde wichtigen Themen jeweils ein Raum zugeteilt, an dem Gemeinsamkeiten und Unterschiede von damals und heute herausgearbeitet werden. Uns war es wichtig, ein Konzept zu entwickeln, das tatsächlich die Besucher im 21. Jahrhundert anspricht und da abholt, wo sie eben hier reinkommen. Das heißt, wir haben uns bewusst gegen eine Chronologie entschieden, gegen eine chronologische Darstellung. Unser Konzept beinhaltet die Themenräume. Das heißt, wir haben Themenräume definiert, die irgendwie auch so die einzelnen Facetten Kemptens abbilden. Und diese Themenräume, die haben wir durchgespielt von der Römerzeit bis ins Heute hinein. Und das Heute soll im Zumsteinhaus auf Dauer eine große Rolle spielen. Deshalb sollen viele Exponate, die die Gegenwart zeigen, jährlich ausgetauscht und erneuert werden. Das Museum soll gleichzeitig aber auch ein Ort der Begegnung werden, wo Themen besprochen und auch die Zukunft gestaltet werden kann. Wir wollen ein Haus sein, das sich entwickelt, das auch seine Themen entwickelt, das Besucher empfängt, die hier diskutieren können, die sich austauschen können. Wir werden eine Veranstaltungsreihe anbieten, Diskussionen anbieten. Menschen können sich austauschen zur Stadtgeschichte, zur Stadtentwicklung. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte für Kempten. Möglichst viele Menschen sollen darum angesprochen werden. Deshalb hat sich die Stadt bewusst dafür entschieden, kein Eintrittsgeld zu verlangen. Außerdem ist der Zugang zum Zumsteinhaus barrierefrei.
Weitere spezielle Angebote in der Ausstellung richten sich an Menschen, deren Seh- oder Hörvermögen eingeschränkt sind. Ob die Kemptener ihr neues Museum aber tatsächlich annehmen werden, zeigt sich ab Samstag. Dann wird das Haus auch für die Allgemeinheit zugänglich sein. Der Norovirus gehört zu den eher unangenehmen Zeitgenossen. Er ist hoch ansteckend und kann heftigen Durchfall, Erbrechen und Übelkeit auslösen. Bei erkrankten Kindern unter 5 Jahren oder älteren Menschen ist der Krankheitsverlauf meist schwer. 2 Erzieherinnen in einer städtischen Kita in Lindau haben sich nun mit dem Norovirus angesteckt. Da sich bereits vor Wochen eine andere Betreuerin infiziert hatte, wurde die Kindertagesstätte am Heuerberg nun vorsorglich vom Gesundheitsamt wegen der Gefahr der Übertragung für die kommenden 4 bis 5 Tage geschlossen. In der Kita werden nun die entsprechenden Hygienemaßnahmen wie die Desinfektion der Sanitäranlagen oder Türklinken durchgeführt. Eine gute Nachricht gibt es dennoch, Kinder wurden wohl bislang nicht angesteckt. Noch mehr Nachrichten gibt's gleich in Kompakt. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Erleben Sie das Land der Mitternachtssonne mit der MSC Splendida. 35 Jahre Holden-Ried-Reisen und die AZ-Leserreisen laden Sie ein. Zur Jubiläumskreuzfahrt vom 28. Mai bis 7. Juni 2020. Norwegische Fjorde, Nordkap, Tromsø, Molde. Schon ab 1049 Euro pro Person. Infos unter Telefon 0831 206 186 oder az-leserreisen.de. Ganz oben. Obertauern. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Autoankaufkempten.de. Vom Kleinwagen bis zum LKW. Wir kaufen Ihr Fahrzeug zum fairen Preis. Wir sind Profis für Gebrauchtfahrzeuge aller Art. Testen Sie uns, denn Fragen kostet nichts. Entdecken Sie die neue Einkaufswelt unter azshop.de. Produkte für alle und für jeden Anlass. Stöbern Sie bei Christi Allgäu aus der Region oder Heim und Garten oder kaufen Sie bequem Veranstaltungstickets online. Unsere Heimat, unser Allgäu auf azshop.de. I'm a warrior. Und nun die Nachrichten vom Dienstag. Auf der A7 bei Kempten hat sich gestern Mittag ein Auto überschlagen. Dabei wurde eine junge Frau schwer verletzt. Die 23-Jährige war auf der A7 unterwegs, als sie auf Höhe Anschlussstelle Leubers rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen stieß. Daraufhin fuhr sie durch die Schutzplanke und überschlug sich. Die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 5.000 Euro. Demonstrationen in Rettenberg. In Rettenberg unterhalb des Gründen sind Samstagvormittag Befürworter und Gegner des Ausbaus aufeinander getroffen. Mehr Lärm und mehr Gestank, das befürchten die Gegner des geplanten Liftausbaus am Gründen.
Sie haben nun mit Gehörschutz gegen die Modernisierungspläne protestiert. Eine Beschallung der Hauptstraße hatte nicht stattgefunden, da sich der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz gegen diese Art der Demonstration gestellt hatte. Im Gegensatz zu den Gegnern hoffen viele Anwohner, dass der Ausbau einen Schub für den Tourismus bedeutet. Mit rund 200 Demonstranten zeigten die Befürworter eine starke Präsenz. Die Gegner waren laut Medienberichten mit rund 15 Anwesenden vertreten. Für die 40-jährige Frau aus Oberstaufen, die ihren Mann mit einem Messer angegriffen hat, ging es gestern in die Justizvollzugsanstalt nach Kempten. Nach einer Party am vergangenen Sonntag rief sie den 44-Jährigen auf dem Nachhauseweg von hinten mit einem Messer an und verletzte ihn dabei am Kopf und an der Schulter. Der Mann trug leichte Verletzungen davon. Die Frau wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Gründe sind noch nicht bekannt. Gestern wurde die 40-jährige Frau dann dem Amtsgericht vorgeführt. Dieses erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen sie. Auch in Altusried kam es zu einem Messerangriff. Ein 65-Jähriger hatte am vergangenen Donnerstag versucht, eine 47-jährige Frau zu erstechen. Die Frau konnte unverletzt flüchten. Der 65-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Gründe für die Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Jedes Jahr am 3. Dezember sollen die Menschen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, die mit einer Behinderung leben. Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen wurde 1993 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Die Aufklärung der Bevölkerung und das Thema Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft ist heute aktueller denn je. Dabei helfen Projekte und Aktionen, wie zum Beispiel Kochen mit der Lebenshilfe im Jugendzentrum Black Diamond in Waltenhofen. Jugendliche kochen alle paar Monate einen Abend lang zusammen mit Menschen mit Handicap. Wir haben das Projekt im Juni besucht. Das Ziel ist die Gleichberechtigung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für benachteiligte Menschen. Laut Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO leben 15% aller Menschen weltweit mit Behinderungen. Der Bedarf für Pflege soll im Landkreis Ostallgäu in den nächsten 15 Jahren dramatisch steigen, so eine neue Analyse des Basisinstituts für soziale Planung, Beratung und Gestaltung. Mehr als ein Drittel mehr Menschen seien dann in Zukunft auf Pflege und Betreuung angewiesen. Nach der aktuellen wissenschaftlichen Analyse steht der Landkreis laut Hans-Peter Buber, dem Geschäftsführer des Instituts, vor grundlegenden Herausforderungen. So wird bis zum Jahr 2034 nicht nur die Zahl der Pflege- und Betreuungsbedürftigen von 4.600 auf 6.100 Menschen steigen, auch die Zahl der Demenzkranken erhöht sich um knapp 50%. Unmittelbar nach der Vorstellung der Analyse beschloss der Ausschuss für Familie und Soziales ein Maßnahmenpaket. Wichtigster Baustein: Der Landkreis will nächstes Jahr im Ostallgäu 3 Hospizzimmer einrichten und eine Palliativfachkraft einsetzen. Insgesamt sollen die stationäre und ambulante Pflege verbessert werden, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker. Kein Adventskalender für Kaufbeuren. Eigentlich wird das Kaufbeurer Rathaus in der Adventszeit mit einem großen Adventskalender geschmückt. Dafür werden in den Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch im Büro des Oberbürgermeisters über 2 Meter hohe Holzkästen installiert. Doch aufgrund von Beschädigungen der einzelnen Türchen musste der kurz nach dem Aufbau nach und nach auch schon wieder abgebaut werden. Seit 2008 gibt es diesen Adventskalender am Rathaus, aber dieses Jahr war alles anders. Die Einbauten, das sind Holzrahmen, haben seltsam gerochen. Offenbar haben die übers Jahr irgendwo Feuchtigkeit gezogen. Und das war jetzt so unerträglich, dass wir das entfernen mussten. Ich bedauere das sehr. Für nächstes Jahr gibt es wieder eine Lösung. Ein Schimmelbefall des Holzes und damit eine Gefahr für die Gesundheit kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daher muss in diesem Jahr auf den Adventskalender verzichtet werden. Und noch eine gute Nachricht aus Kaufbeuren. Nach aktuellen Angaben der Bundesagentur für Arbeit Kempten-Memmingen hat Kaufbeuren die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1997. Sie liegt gerade mal bei 3,4%.
Ihren Höchststand hatte die Kaufbeurer Arbeitslosenquote im Jahr 2006. Da lag sie nämlich bei insgesamt 11%. Die gute Wirtschaftslage sorgte in den vergangenen Jahren dafür, dass die Zahl der Arbeitslosen immer weiter sank. Das waren die Nachrichten und nun kommen wir noch zum Wetter. Das wird immer kälter, eine Freude für Wintersportfans. Denn jetzt, wo endlich die ersten Skilifte ihren Dienst aufnehmen, braucht es natürlich auch Schnee. Ob es den in den nächsten Tagen geben wird, das sehen Sie jetzt. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Auch heute Nacht wird es wieder ordentlich kalt. Im ganzen Allgäu erwarten uns Temperaturen von bis zu 7 Grad minus. Am wenigsten kalt ist es da noch im Oberallgäu mit minus 2 Grad. Außerdem ziehen Wolken auf. Morgen wird es wieder sonniger. Im ganzen Sendegebiet lassen sich kaum Wolken blicken. Im Oberallgäu wird es mit plus 4 Grad relativ angenehm. Auch im Westallgäu ist es mit 0 Grad am Vormittag relativ mild. Am Nachmittag erwartet dann auch das restliche Allgäu etwas wärmere Temperaturen und viel Sonne. Im Raum Kempten und im Ostallgäu ist es mit 0 Grad am kältesten. Im Oberallgäu erwarten uns Temperaturen von bis zu 5 Grad. Das bisschen Schnee in den Bergen wird wohl liegen bleiben, denn es bleibt kalt. Abgesehen vom Nebelhorn wird es in den Bergen genauso sonnig und klar wie im Tal. Am wärmsten wird es auf dem Tegelberg mit Höchsttemperaturen von 0 Grad, am kältesten am Nebelhorn und am Hochgrat. In den nächsten Tagen versteckt sich die Sonne dann immer mehr hinter den Wolken. Dafür wird es aber nicht mehr ganz so kalt. Am Donnerstag wird es aber noch einmal richtig sonnig mit Temperaturen zwischen 1 und 9 Grad. Am Freitag treten dann mehr Wolken auf mit Werten zwischen 2 und 8 Grad. Zum Wochenende lässt sich die Sonne dann kaum mehr blicken. Bei Tiefstwerten von 4 Grad ist es aber nicht mehr ganz so eisig. In Kempten sind Kindergartenplätze rar. Anfang des Jahres ging die Stadt von 500 fehlenden Plätzen aus. Bei einer so großen Lücke zählt natürlich jeder neu geschaffene Platz. 20 Kinder haben seit kurzem jetzt die Möglichkeit, ihre Kindergartenzeit im ersten Waldkindergarten Kemptens zu verbringen. Dieser ist nun nahe des Stadtweihers eröffnet worden, gefördert unter anderem auch durch die Stadt Kempten. Mit dem symbolischen Akt ist er tatsächlich eröffnet. Der Waldkindergarten Kempten. Zugegeben, so richtig gut war das Wetter bei der offiziellen Einweihung vom ersten Waldkindergarten Kemptens jetzt nicht. Aber für einen Waldkindergarten gilt ja sowieso, dass es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gibt. Initiatorin und Ideengeberin Albina Beckmann ist sich sicher. Auch der Wechsel der Jahreszeiten sowie die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse haben ihren Reiz und sind wichtig für die Entwicklung der Kinder. Ich bin vollkommen überzeugt, seit ich September hier arbeite, sage ich, oh, normalerweise, wenn man aus einer sehr warmen Wohnung rauskommt und denkt, oh, es regnet, oh, es ne, dann ist man eine kurze Zeit draußen, aber wenn man mit der Natur lebt und sich bewegt, dann sieht man die feinen Unterschiede. Da kommt der Nebel auf, dann wird es auf einmal kalt. Dann ist auf einmal ganz dunkel, da kommt der Regen. Und das mit den Kindern wirklich täglich zu erleben, das ist wunderschön. Und wenn das Wetter doch einmal zu kalt oder regnerisch sein sollte, dann gibt es noch einen umgebauten Bauwagen, wo sich die Kinder aufhalten können. Normalerweise sollen die Kinder aber draußen bleiben und die Natur mit eigenen Sinnen erfahren. Die Neugier hochhalten, dass sie selber erforschen. Zum Beispiel, wenn man einmal Regenkäfer beispielsweise sieht, nicht zugleich zu sagen, ach ja, das ist ein Marienkäfer, sondern das Interesse, wie sieht er denn aus, wie viele Füße hat er denn und lass uns mal nachschauen. Und da die Kinder lange Zeit in der Forschung zu lassen, dass sie selber Interesse haben, sich mit der Natur zu befassen. Das macht das jeden Tag spannend. Auch die Stadt Kempten hat beim Start des Kindergartens mit rund 78.000 Euro geholfen. Dort ist man gerade über jeden neuen Kindergartenplatz froh, egal ob im Wald oder mit vier Wänden.
Wir haben einen riesen Bedarf, das muss man sagen, durch den Zuzug. Und müssen wir im Grunde genommen jetzt 500 Kindergartenplätze schaffen, 170 Krippenplätze. Und da ist jetzt dieser Waldkindergarten natürlich etwas ganz, ganz Besonderes für uns in der Stadt sowieso, weil es eben der erste seiner Art ist. Aber es hilft, es sind 20 anerkannte Plätze und es ist ein kleiner weiterer Baustein, ein ganz besonderer Baustein. Weitere 10 Kindergartenplätze könnten in Zukunft noch hinzukommen. Das zumindest ist der Wunsch der Betreiber. Die Eltern, die ihre Kinder bereits zum Waldkindergarten schicken, sind auf jeden Fall vom Konzept überzeugt. Mein Sohn liebt die Natur, egal ob es regnet oder nicht. Und ich weiß, dass die Kinder einfach sehr, sehr gut aufgehoben sind und dass man für sie sorgt. Und wenn es kalt ist, dann können sie auch mal im Bauwagen gehen oder sie gehen ins Tipi, wo es dann auch warm ist. Die matschen den ganzen Tag rum. Also es ist zum Beispiel, es war ein Beispiel, es war total schlechtes Wetter und alle haben schon gesagt, oh Gott, wie kannst du dein Kind jetzt in den Waldkindergarten schicken? Und dann kam einfach nur eine Nachricht, wir sollen Schaufeln und Eimer mitgeben und dann haben die hier einen Staudamm mit Matsch und Wasser gebaut und der Julius kam nachmittags heim und war total begeistert, was sie bei diesem schlechten Wetter aus dem Tag gemacht haben. Das ist, glaube ich, heutzutage sehr wichtig in der ganzen digitalen Zeit, wo alles viel visuell ist und viel blinkt. Und denke ich, ist eine ganz gute Sache, auch die Kinder ein bisschen am Boden zu halten, ein bisschen geerdet zu lassen. So viel auf jeden Fall ist bei der Eröffnung zu sehen gewesen. Egal welches Wetter es hat, Kinder finden hier immer etwas, auf das sie neugierig sein und mit dem sie spielen können. Ich denke, die 20 Kids werden im ersten Waldkindergarten in Kempten sicher viel Spaß haben. Um Kinder geht es auch gleich nach der Werbung. Die sind allerdings schon etwas älter und kämpfen für eine gesündere Zukunft. Gleich mehr dazu. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. Da hat man ein bisschen Geld gespart. Und dann bekommt man gute Konditionen nur über gute Kontakte? Oder kann man sich das alles sparen? Beste Zinsen exklusiv für alle. Jetzt mit Weltsparen attraktive Tages- und Festgelder sichern. Weltsparen. Unkompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck. Lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mindelheim. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit und verpassen Sie nichts. Aktuelle Infos über Weihnachtsmärkte, Schneehöhen, Skilifte und vieles mehr gibt es in Ihrer Heimatzeitung. Unser Mini-Abo für nur 50 Euro endet nach 2 Monaten automatisch. Versprochen. Jetzt bestellen. Eine süße Überraschung wartet auf Sie. Alle Infos unter abonnieren.ihre-az.de. Der perfekte Start in den Tag. Mit den beliebtesten Stimmen des Landes. Antenne Bayern. Antenne Bayern. Zuverlässig, live und immer für euch da. Daheim, auf der Arbeit und unterwegs. Gemeinsam haben wir Spaß, sind immer up to date und machen das Unmögliche möglich. Servus, wach werden in Bayern ist doch das Schönste. Jeden Morgen mit Likey. Und mit Indra und vor allem mit euch. Guten Morgen Bayern auf Antenne Bayern. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Irre! Das ist, was die Leute sagen, wenn sie das erste Mal bei Metallmichl sind. Ja, was sagst du? Komm du in den rostigen Garten auf Betzigau. Schau Sichtschutzwände und allerlei Rostiges an. Wir freuen uns auf dich. Bis bald, hol mal Metallmichl. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, ob und wie sich Ihre Ernährung auf unser Klima auswirkt? Scheinbar mehr, als man denkt.
Nutztiere sollen beispielsweise für jede Menge Treibhausgase verantwortlich sein. Für die einen sind vegane Produkte hierfür die Lösung. Doch andere können mit veganen Lebensmitteln überhaupt nichts anfangen. Nicht lecker, so die Meinung. In Sonthofen fand vor kurzem ein Vortrag darüber statt, der das Gegenteil beweisen soll. Ist dir dein Klima gesund? So lautet der Titel eines Vortrags von Laurin Veit. Der junge Klimaschützer erklärt darin, wie groß der Einfluss unserer Ernährung auf das Klima und unsere Umwelt ist. Und man sich Gedanken darüber machen sollte, was zukünftig auf unseren Tellern Platz finden wird. Vegan, das ist seiner Meinung nach die Lösung für das Problem. In Sonthofen zeigt er, wie man sich auch auf diese Art und Weise lecker ernähren kann. Ich bin mit 11 Jahren vegan geworden, weil ich gecheckt habe, dass halt die Tiere immer am Ende von den Bauernhöfen sterben und im Schlachthof landen. Und ich beschäftige mich tagtäglich mit dem Thema und merke auch, okay, das hat einen großen Einfluss auf unsere Umwelt und wir müssen halt langsam mal umdenken, sonst haben wir hier ein Problem. Und das macht mir einfach viel Spaß. Aber nicht nur das Schlachten der Tiere ist Laurin Veit ein Dorn im Auge. Im Jahr 2018 lag der menschliche Verzehr von Fleisch in Deutschland auf rund 60,2 Kilogramm pro Kopf. Der Gesamtverbrauch, in dem der Verbrauch von Tierfutter, die industrielle Verwertung sowie die Produktverluste berücksichtigt sind, lag bei etwa 88 Kilogramm. Vor allem dieser Konsum von Fleisch hätte einen großen Einfluss auf unser Klima. Aber warum ist das so? Naja, das erste Problem ist, dass das Tier selber was essen muss. Und um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, braucht man 9 Kilo Getreide. Und das braucht sehr viel Anbaufläche. Und das ist dumm, weil dafür werden Regenwälder geholzt. Und dann das zweite Problem ist, dass die Rinder halt auch ganz schön viel Methan ausstoßen. Und das Methan beträgt 14% der weltweiten Treibhausemissionen. Das ist mehr als sämtliche Flugzeuge, Schiffe, Autos und Züge zusammen. Das ist leider den wenigsten bewusst. Die Lösung liegt für Laurin auf der Hand und ist durchaus einfach. Eine etwas andere Ernährung würde seiner Meinung nach viel bewirken. Das ist eine pflanzenbasierte Ernährung, also mit vegan halt. Und diese Ernährung ist, finde ich, viel, viel vielseitiger als eine normale Ernährung, weil man lernt so viele neue Produkte kennen und das ist nicht nur Salat, Nüsse und Gemüse. Ein Blick auf die Regale im Supermarkt zeigt, dass die vegane Produktpalette mittlerweile viel zu bieten hat. Brotaufstriche, Süßigkeiten, Honig und sogar Proteindrinks für Bodybuilder. Ein veganer Powerdrink für die Muckis. Es geht darum, regionale Produkte zu kaufen, aber vor allem auch mehr pflanzliche Produkte und weniger tierische Produkte, die eben sehr viel Methan ausstoßen und Fläche brauchen. In seinen Vorträgen will er das den Menschen näher bringen. Er zeigt, wie lecker und abwechslungsreich vegane Ernährung sein kann und auch, wie man diese selbst zubereiten kann. Von selbstgemachten veganen Wraps bis zu veganem Schokopudding und sogar ein Rührei stehen zur Verkostung für die Zuhörer bereit. Ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, was für einen enorm großen Einfluss man mit seiner Ernährung aufs Klima hat und dass man eben damit einiges bewirken kann. Und so wollte ich sagen, ey, ihr könnt täglich mit eurer Entscheidung auf dem Teller das Klima beeinflussen und gesund machen. Die Entscheidung liegt also bei jedem selbst. Zumindest wissen wir nun, dass es Alternativen gibt, die sich nicht nur auf Gemüse, Früchte und Salat beschränken. In dieser Woche werden bis zum Freitag immer wieder Fragen über das Zumsteinhaus in Kempten in der Sendung eingeblendet. Das hier ist zum Beispiel die heutige. Wenn Sie die Antwort kennen, bitte an gewinn@allgäutv.de schreiben. Stichwort Zumsteinhaus. Einsendeschluss ist bis morgen 12 Uhr mittags. Folgendes kann man beim Gewinnspiel gewinnen: einen Kindergeburtstag oder eine persönliche Führung nach Absprache im neuen Kemptner Zumsteinhaus. Ob Sie richtig liegen, sehen Sie dann am Freitag. Da gibt es dann die Auflösung. Die Gewinner werden übrigens persönlich kontaktiert. Morgen geht es bei uns in der Sendung um ein ganz besonderes Büro. Hier arbeitet normalerweise der Niklaus mit seinen Engeln. Aber momentan schaut es für das himmlische Büro eher schlecht aus. Warum? Das sehen Sie morgen. Bis dahin, machen Sie es gut.